gab in einem Pressetermin einen Überblick über den Stand der Bauarbeiten am Lagunenbad. Der Auftrag für die Bodenplatte des zweiten Bauabschnitts wurde vergeben. Ich hatte als Tourismusmanager hier für die Region Willingen, für Willingen, war ja das Lagunenbad gerade Herbst, Winter neben der Eisbahn einer der Attraktionen, wo auch Gäste bei schlechtem Wetter ausweichen konnten, aber auch mal einen Tag einfach entspannen konnten. Wie sehr fehlt das nun im Tourismus? Das merken wir schon, weil wir nach wie vor trotz Abriss hier Nachfragen haben, wo ist das Bad, wo können wir schwimmen gehen. Wir wissen auch, dass es uns fehlen wird, gerade jetzt im Winter. Wir hatten jetzt im vergangenen Februar zum Beispiel an einem Spitzentag 2.500 Gäste an einem Tag. Das ist schon ein extremer Wert, der uns natürlich jetzt hier fehlen wird, auch im Kurbetrieb in der Konstellation mit der Eishalle, die sehr gut läuft, aber letztlich nicht ausreichend ist, um das Ganze zu kompensieren. Wir können da Gott sei Dank sagen, dass wir die Infrastruktur der Hotels haben, dass viele Hotels im Wellnessbereich wenigstens ein bisschen Ausweich haben. Wir haben eine Kooperation mit dem Goldbad in Korbach angestrebt, dass man Gäste auch gezielt dorthin schickt. Die haben auch das Konzept Meine Card Plus angenommen, dass man letztlich die Gäste verweisen kann auf die benachbarten Bäder, auch Diemelsee. Wir selbst sind voller Hoffnung, dass wir spätestens Anfang 2022 mit dem neuen Bad dann wieder loslegen können, aber dann wirklich in einer Bandbreite, die bisher nicht da gewesen ist. Und da freuen wir uns schon alle drauf. Ja, Herr Trachter, Lagunenbad. Ich habe eben mit dem Herrn Lopata gesprochen, dem Tourismusmanager hier von Willingen. Das Lagunenbad fehlt schon hier im Tourismus, ne? Auf jeden Fall, das Lagunenbad ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer touristischen Infrastruktur, eines der ganz wesentlichen Angebote für unsere Gäste, die uns ja hier jährlich besuchen. Und es ist unvermeidlich, dass wir es im Moment geschlossen haben, weil wir müssen es halt neu bauen, aber wir werden uns beeilen, das so schnell wie möglich hinzubekommen, um dieses wichtige Angebot auch wieder vorhalten zu können. Die Konkurrenz ist groß in den Heilbädern und Kurorten, auch untereinander. Jetzt ist Willingen ja rezertifiziert als Heilbad und Kneipp-Heilbad, also quasi Bad Willingen. Da ist also ein Lagunenbad doch ein wichtiger Punkt in der Gemeinde. Gut, wir werden ja zurzeit sind wir beim Investitionsvolumen von 26 Millionen Euro. Ob das dabei bleibt, das wird man sehen, aber in dem Bereich liegen wir jetzt schon und eine solche gewaltige Summe wird von allen Beteiligten natürlich nur dann aufgebracht, wenn sich das auch in irgendeiner Form lohnt. Und insofern ist das klar, die Summe zeigt, wie wichtig das Bad für unseren Tourismus ist und auch für unsere Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich mit anderen Mitbewerbern. So ein Bad war mal große Mode und kommt auch in die Jahre. Das heißt, irgendwann muss man auch erneuern, sprich auch energieeffizienter bauen. Man muss etwas mehr bieten. Es ist angesprochen worden, die Karibik soll interpretiert werden. Also Palmen werden nicht im Upland wachsen, aber es soll ein Freizeitgefühl entstehen, wo die Menschen, ob Sommer oder Winter, sich dann auch mal nachmittags entspannen können. Ganz richtig. Also gut orientierte Freizeitbäder sind nach wie vor sehr beliebt bei den Menschen. Und wichtig ist eben, dass so ein Freizeitbad ein durchgängiges Thema hat, das man dann dort widerspiegelt. Da haben wir uns in Willingen die Karibik ausgesucht als Thema. Das Lagunenbad hatte das, darum heißt es ja auch so, hatte das vorher auch schon. Damit waren wir sehr erfolgreich und das möchten wir fortsetzen. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Eder Dampfradio.